willkommen zum dritten Teil unseres Let's Plays Motorsport Manager. Letztes Rennen sind wenigstens beide Fahrer ins Ziel gekommen. Und ich habe hier mal ein bisschen rumgeklickt und möchte mal ein bisschen Fahrer scouten. Ich möchte einen relativ jungen Fahrer und ich möchte wissen, wie gut die genau sind. Ja? Einsitzer-Serie, Fahrer. Claudia Dreyfus. Ich möchte wissen, wer ist günstig und wessen Vertrag läuft aus. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Aufträge ich an. Drei Aufträge kann ich hier angeben. Katie, eine Frau. Ja, ich würde auch gern noch einen Mann scouten. Bruno. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Wir kommen schon nach Peking. Wir nehmen wieder das Einfachste. Weil es ist einfach besser so. Wir nehmen wie immer alle, vorausgesagt ist eigentlich Regen am Renntag. Deshalb, ja, Teile einbauen. Da haben wir alles drin, was wir brauchen. Gut, dann gehen wir mal weiter. Wir kommen schon zum Grand Prix von Peking in China. Ein drittes Rennen. Geht wohl gegen den Uhrzeigersinn, wenn man das so verstehen darf. Sind 42 Runden oder 43 Runden, so wie ich gelesen habe. Das ist recht viel. Definitiv. Da müssen wir mal gucken. Ja, Freitag ist noch Sonnenschein. Wir lassen auch die zwei fahren. Man hat noch keine Erfahrung, okay. Ich lasse sie beide auf dem harten Satz fahren. Und dann gucken wir mal. Okay, das konnte man ja nicht machen. Lassen wir einfach mal das Training durchlaufen. Also losschicken muss man sie natürlich auch. Stins Rennen drin. 12 Runden. Wir sollen die Strecke kennenlernen. Das hatten wir ja beim letzten Mal nicht, dass wir das so eingestellt haben. Oh, hier, warte mal. Fahrzeugkonfiguration. Geben wir ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr Reifendruck. Losschicken. Gut, dann gucken wir einfach mal, was hier so anliegt. Setzen wir beide auf hoch. Und dann gucken wir einfach mal, was die in den 20 Minuten Training zustande bringen. Wir fahren ja auf den harten Reifen, ja. Wir sollen einfach die Strecke kennenlernen. Die Wettervorhersage. Das Fahrverhalten ist fantastisch. Der ist immer zufrieden. Das gefällt mir an diesem Woodford. Wir fahren einfach auf den harten Reifen durch.
perfekt abgestimmt. Also er ist wirklich sehr zufrieden. Das ist auch gut für ihn. Auch wenn die Zeiten natürlich nicht so toll sind. Wir gucken mal, ob der überhaupt mit dem Satz Reifen bis das ganze Training fahren kann. Ja, der ist cool. Ich hätte den gerne, ich würde ihn gerne eigentlich verlängern. Aber sie wollten ja beide nicht. Ja, Vidal holt gerade auf, der ist gerade deutlich besser, der ist fast 4 Sekunden besser. Wir machen hier mal die Strategie noch auf aggressiv. Da entwickeln sie sich nämlich schneller. Ja, da lernen sie eigentlich mehr. Zehn Minuten haben wir noch. Die Reifen müssten das fast durchhalten. Vidal fährt weit nach vorne. Woodford jetzt auch. So. Damit müssen sie jetzt zu Ende fahren. Oder wir holen sie noch mal rein und lassen sie noch mal. Bodenhaftung wird natürlich immer besser, heißt auch schnellere Zeiten. Ich hole den mal rein und den auch. Und der kriegt jetzt noch mal weiche Reifen und fährt ein Qualifying Stint. Vidal kommt auch rein. Geschwindigkeit, er ist immer in der Geschwindigkeit unzufrieden. Gut, Reifenwahl, weich, Stint, Qualifying. 3 Runden. Da darf auch noch mal raus. So, dann gucken wir mal, was die beiden noch hinkriegen in den letzten verbleibenden knapp 5 Minuten. Fantastisch. War mir ja klar. Vidal ist auf dem 10. Platz. Die 10 beste Zeit gefahren. Ja, die kommen beide nach vorne. Können sie jetzt am Ende noch mal Vollgas fahren. Ah, geschwind, endlich mal ist er auch zufrieden. Vidal ist immer so ein bisschen ja, wenn die zufrieden sind mit ihren Fahrzeugen, dann ist das hoffentlich auch besser fürs Rennen. So, die kommen jetzt schon beide wieder rein. Vidal fährt eine beste Runde. Ich glaube es, ich höre nicht recht. Ja. Aber im Training sind wir gut, ja.
Was halt schlecht ist, ist unser Renntrim. Aber ich bin im Moment zufrieden. Unser Woodford ist auch sehr zufrieden. Und selbst unser Vidal ausgezeichnet. Na, guck mal an. Vielleicht kriegt man das im Qualifying jetzt auch hin. Weiche Reifen, die Reifen hat, brauchen wir nicht. Wir machen Qualifying. Ultraweich brauchen wir auch nicht, wir machen hier auch Qualifying drin. Die sind alle zufrieden, da brauchen wir nichts umstellen. Dann starten wir das Qualifying. Den lassen wir drauf. Gucken aber noch mal kurz das Wetter an. Ja, Wetter passt auch. Weiter, weiter. Dann gucken wir mal, was die zwei heute leisten können. Gucken wir mal. Da steht immer einer im Weg. Gestern hatten wir noch Zeiten von 1,14. Ah, guckt euch das mal an. Kommen schon wieder rein. Wir warten noch ein paar Minuten. Dann dürfen sie noch mal auf den weichsten Satz raus. Wir warten aufs Grip-Niveau, dass es nur ein bisschen ansteigt. Ja, das weiß ich, dass du deine Rundenzeit verbessern kannst, Vidal. So. Fahrzeugkonfiguration lassen wir. Er kriegt einen neuen Satz. Er hier genauso. Und dann schauen wir mal, was da heute drin ist im Qualifying. Oh, und jetzt fängt es regnen an. Das ist natürlich ungeschickt. Kommen schon wieder rein. Ah. Hätte ich doch schneller reagiert. Mann, Mann, Mann. Okay, aber es heißt für Vidal dann ganz einfach morgen, wir starten von ganz hinten und geben einfach Vollgas. Ja, da brauchen wir jetzt nicht mehr rausfahren. Das bringt's nicht. Schade. Vidal hat es geschafft, den 15. Platz im Qualifying. Woodford leider nicht. Ich weiß nicht, was da schief gelaufen ist am Anfang. Ja, was soll ich da machen? Kann ich eigentlich nichts. Was soll ich da machen? Wir müssen gucken, wie das Wetter auch morgen wird beim Rennen.
Es regnet. Wie viel Regen haben wir? Da sind es zwei Regentropfen, da sind es drei. Reifen hat. Machen wir mal so. Ja, am Anfang muss man auch Vollgas geben. Reifenauswahl. Weiter. Hier, Konfiguration ändern. Reifenwahl. Intermediate starten die alle. Das ist jetzt natürlich eine schwierige Entscheidung. Was machen wir denn? Wird es regnen noch mehr oder nicht? Ich vermute es eigentlich. Woodford kann nichts verlieren. Ja, deshalb gehen wir bei dem auf den Regenreifen. Und Vidal muss eigentlich mit den anderen mitziehen. Vidal muss vorne mitfahren, ja, mit Intermediate. Wenn Woodford am Ende doch besser dasteht, ist das natürlich noch viel besser. Wenn die Wettervorhersage stimmt, ist Vidal auf der besseren Strategie. Nein, wir bleiben auf dem Reifen. Ja, fährt vor auf 12. Komm, komm. Nur noch auf 12. Den hier holen wir doch an die Box, oder was sagt das Wetter? Das Wetter sagt, es bleibt nass. So, der Vorteil von Vidal ist jetzt einfach, von Woodford ist jetzt einfach, er ist raus aus allem Schlamassel. Sollte er zumindest sein, ja. Er kann jetzt frei fahren. Er ist keiner in der Nähe. Und vielleicht kriegt er es so hin, dass er noch ein paar Zeiten bieten. Ist natürlich jetzt weit, Woodford ist natürlich jetzt weit abgeschlagen, weil er auch so einen Stopp gemacht hat. Jetzt setzen wir mal auf neutral und mittel. Und es wird nachher doch noch trocken. Können wir das so lange rauszögern? Ich glaube nicht.
will man eine Weile auf dem weißen Platz bleiben. Ich muss jetzt wechseln. Ich weiß halt nicht, ob es richtig ist, jetzt schon auf den harten Satz zu gehen. Der braucht 19 Runden, der hier kann 14 aushalten. Sind wir bei 23. Was haben wir jetzt gewählt? Verdammte Axt, ich weiß nicht mehr, was ich gewählt habe. Ich weiß nicht mehr, welchen Reifensatz ich gewählt habe. Okay, nochmal den Intermediate. Den können wir jetzt richtig runterrocken in ein paar Runden. Ja, eigentlich auch. Und dann können wir nämlich gleich auf Trockenreifen wechseln. Also sobald er an der Box vorbei ist, gebe ich den Auftrag. Und er geht auf hart. Wir müssen nochmal wechseln. 20 Runden. Ja. Hallo? Achso. Reparieren wir auch, ja. Ist okay. Achso, Vital, was macht der? Der zweite Gas ist auf dem 13. Platz. Auf dem 10. Und pusht weiter. So muss das sein. Ja, der muss jetzt muss er Zeit rausfahren. Nach der nächsten Runde kriegt auch Vidal einen neuen Boxenstopp-Fenster. Runden. 28. Auch mit ihm gehe ich auf hart. Vidal ist auf dem 6. Platz. Und kommt auf dem 12. wieder raus. Es ist gar nicht mal so schlecht, ja? Und auf dem 11. Der geht gerade richtig gut vorwärts. Ich hoffe jetzt bloß, dass das Wetter so bleibt. Wenn es nachher nochmal Regen gibt, dann wäre das nicht so toll.
die Rückfahrt kommt nach vorn. Und dann müssen noch einige in die Box. Rückfahrt kann man ein bisschen mehr Sprit geben. Und die Dall ist auf der 10. Das wären unsere ersten Punkte. Wenn er es schafft, vorne zu bleiben. Ja, ist gerade umkämpft die Position. Woodford in 16, also in Range von unserem Sponsor. Der ist gerade sehr gut dabei. Vidal immer noch auf 11. Auch den lassen wir jetzt so fahren. Der beansprucht die Reifen ein bisschen mehr. Aber das ist auch okay. Dann können wir am Ende vielleicht noch auf Intermediates gehen. Und beim Woodford vielleicht sogar noch auf die Soft Tires. Das wäre natürlich ideal. Dann könnte er am Ende nochmal richtig pushen und Gas geben, wenn die anderen schon am Zaun hängen. Vidal hält gut mit, ja, und bin ich erstaunt und zufrieden. Wir müssen bei Woodford ein bisschen Sprit sparen jetzt, damit er am Ende, wenn der die besten Reifen hat, Vollgas geben kann. Ne? Bei Vidal machen wir das auch schon so ein bisschen. Es wäre doch mal toll, wenn unsere Boxenstrategie aufgeht. Vidal fährt immer noch gut mit, nach hinten hat er gut Luft. 6 Sekunden. Bald, fast. Nach vorne eine Sekunde, eineinhalb. Und Woodford hat natürlich. Ja, die Reifen kühlen aus. Das ist okay. Du kriegst bald neue. Wir fahren halt ein bisschen aggressiver. Noch 16 Runden. Vidal spart gut Sprit, das ist perfekt. Ja, du kommst bald nochmal rein, Woodford. Aber das ist dann dein letztes Ding. So, wir haben noch 14 Runden. Bin gespannt, wie weit wir kommen. Also, das heißt, einmal noch über Start 10 und dann peilen wir den Boxenstopp an. So, wir haben noch 14 Runden. Wir nehmen die harten. Die Bremsen werden repariert. Und weiter. Du musst noch eine Runde fahren, Vidal. Vidal ist auf der 10. Jetzt nicht mehr. Da ist einer drin. Warum kriegt er keine roten, blauen Flaggen? So, Vidal kommt jetzt auch rein. Hat noch 12 Runden und wir gehen auf den Mediumsatz. Bremsen lassen auch reparieren und das Getriebe auch. Und wir probieren 2 Sekunden durch die Strategie rauszuholen. Du darfst jetzt auch mal richtig loslegen. Woodford. Vidal ist auf der 10, kommt in die Box.
Spiel. So. Nein! Ich hab's Wetter vergessen. Oh Mann! Oh, hätte ich das gleich gesehen, hätte ich das gleich gesehen. Ja. Hätten wir uns einen Stop gespart. Das ist jetzt ärgerlich, weil der jetzt nochmal an die Box muss. War jetzt viermal an der Box. So, dafür machen wir jetzt hier mal Gas. Und noch 8 Runden. So, es sind beide in Sponsorreichweite, das ist schon mal gut. Das mit dem... Ich verpeile es immer über die Boxenstops, Mann. Da jetzt halt noch was zu reißen. Und Vidal war in den Punkten, Mann. Verschleiß ist gut, du hast noch 6 Runden. Aber der kommt ein Platz kommen wir noch nach vorn. Ausfall. So, 4 Runden noch. Vielleicht muss noch einer in die Box. Dann gebe ich Vidal mal noch ein bisschen Gummi. Das ist 9 Sekunden weg. 11 stehen hier. Woodford darf auch mal ein bisschen Gas geben. Für Woodford ist es eigentlich egal. Er ist 30 Sekunden vor seinem Gegner. Aber für Vidal wäre es schön, wenn er noch einen Platz nach vorne kommt. Du kriegst keine Reifen mehr, du fährst zu Ende, Junge. Vidal hat es wirklich geschafft, er ist nur einen Platz nach vorne gekommen. Vidal 13er, Woodford 15er ist für mich eine gute Leistung, beziehungsweise für unser Team. Was ist jetzt los? Nein! So, wir haben es hingebracht.
Wir haben es gebracht. Beide Fahrer im Ziel. Hier, dieser Stopp, der war hier auf dem 10. Platz. Dieser Stopp. Er ist eine Runde mit dem Medium gefahren. Hätte ich das Wetter im Auge behalten, dann hätte ich den hier schon auf Regenreifen gesetzt, ja, auf Intermediates. Hätte er sich einen Stopp gespart und dann wäre er mit Sicherheit ein paar Plätze weiter vorne gewesen. Für unser Ergebnis heute heißt es allerdings trotzdem das beste Ergebnis unserer bisherigen Saison. Ja. Vidal auf 13 und Woodford auf 15. Ich kann zufrieden sein. Jetzt ist natürlich noch die Frage. Ja, keine Regeln gebrochen, das ist auch gut. Das war jetzt das heutige Klassement. Das gesamte Klassement heißt, wir sind trotzdem Letzter. Aber das ist okay. Es ist okay. Wir arbeiten uns nach vorn. Ja? Wir haben wieder beide Fahrer ins Ziel gebracht. Ja. Und sie waren besser platziert wie jemals zuvor. Also was soll das? Wir steigern uns zusehendst. Moral minus verstehe ich gar nicht. Leute, so gut wie freigeschaltet. Krankenpfleger Stufe 2. Fahrzeugteile halten etwas mehr aus. Okay. Wir kriegen noch ein bisschen Kohle dazu. Ja. Wir sind halt hinten dran, aber was soll ich im Moment machen? Ich werde jetzt diese Woche Nachrichten. Muss ich irgendwas machen? Überprüfen Sie Ihre Antwort erforderlich. Channel 6. Ach, ja. Sie hatten jetzt etwas Zeit, sich an das Team zu gewöhnen. Was sind nun Ihre größten Sorgen? Ja, unsere Fahrzeuge müssen besser werden. Was ist das hier? Okay, Interview beendet. Wagen. Neues Teil entwickeln. Und Bremsen. Die Bremsen sind oft miserabel. So, was können wir hier machen? Dauer nicht was? Erhöht Kosten für jede in Bauzeit. Minus 2 Tage, okay. Genau. Gut. Dann bestätigen wir das mal. Kostet natürlich ein bisschen was. Aber das ist mir das auch ein. Was haben wir jetzt? Nachrichten? Ah, der Wagen repariert. Das ist natürlich schon mal gut. Ja. Bremsen sind natürlich schlecht. Deshalb entwickeln wir die auch weiter. 2 oder besser. Sorry. Aber das ist ein bisschen arg vermessen. 9 oder besser. Das können wir annehmen. Und dann geht sogar noch mal ein bisschen nach vorne, was die Kohle angeht. So. Zielposition 2 oder besser. Das ist einfach vermessen, ja. Das machen wir nicht. Müssen wir vielleicht noch Strafe zahlen. So, wir sind somit unseren Job sehr sicher.
Und Teile verbessern. Ist da schon was drin? Ah ja, der Heckflügel. Gut, das dauert noch eine Weile. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns in der nächsten Folge Motorsport Manager. Und bis dahin, vielen Dank. Ciao.